Guten Morgen. Leibwahrhämlich Herr Foder am Name Jesu Christi komm mit mir die ein Tag die verdien je Güte. Ein Dank die für diesen neun Tage, die verse so gut, die konst all das für dies change an mir leisten halp uns, daß wir amara jeden Tag nach die kommen Herr, daß wir alles wat ans besargt verdibringen. Herr dort wie die alles ans konst lebe un vertrue hat wie chainteil von uns leben von uns bei hölle hat dort bitte genommen hier so amen ist doch wie doreweeret und frische drume chainen brief und weil der klinik einfach nem tempel ging sich hand schneid in dem brief Herr Gott uppmuk und einfach dem der Gott verlassen bei Gott half sagt Und dann kam Gott. Ich habe dein Gebet wegen Sennacherib gehört. Hören an, was ich zum König von Assyrien sage. Und ich habe das Ganze erreicht. Ich war der König. Gott weiss ja alles. Gott hat dir das gesagt. der fällt dir erreicht. Gott hat dir alle Macht im Himmel und in Und ich glaube, das hat für jeden geholfen. So viele Menschen, Angst vor was hier und was dort auf der Welt passiert. Wir machen uns für auf Gott an, Und nicht zu viel Zeit verspielen. Man hat alle Hand nur Rechte. Gott haft noch einmal das letzte Wort. Und das heißt wieder in Vers 33 von Kapitel 37. Ich sage dir auch was. Mit dem assyrischen König geschehen wird. Seine Truppen werden Jerusalem mit keinem Fuß betreten. Sie werden keinen einzigen Pfeil abschießen und nicht im Schutz ihrer Schelde gegen die Stadtmauer anstürmen. Nicht einmal einen Belagerungswall werden sie aufschütten. Die Assyrer werden Jerusalem nicht stürmen, sondern auf demselben Weg abziehen. Denn sie gekommen sind. Darauf gebe ich der Herr mein Wort. Also, dass wir sehr ganz allmählich, dass der König wird, hat keine Macht, aber er vertritt ab dem, was alle Macht haben, ab Gott. Mir sagt Gott, er wolle keinen Fehl an Jerusalem scheiden. Ich war mit Da sagt um, e um meine Ehre willen, beschätze ich diese Stadt. Ich rette sie, weil ich es meinem Diener David versprochen habe. The so Gott sieht, ich an dir Und Ich glaube, hier ist ein Schäden Iskia sagt halb begott. Und der diese Antwort von Gott. Und der Herr schickte seinen Engel in das Lager der Assyrer. Er tötete 185.000 Soldaten. Am nächsten war alles mit Leichen übersät. Da ließ Henacherib zum Aufbruch blasen zog seine Truppen ab und kehrte nach Assyrien zurück. Er blieb in der Hauptstadt Nineveh. Eines Tages, als er im Tempel seines Gottes Nisroch betete, stachen ihn seine Söhne Abramlech und Zarezer mit dem Schwert nieder. Jem Gott kann nicht der Stolz Weltherrscher Das sei wie hier. Gott hält dein Wort ab am Vertrauen. Die Bibel sagt, wer sein Vertrauen ab Gott hat, der wird nie enttäuscht. Ich glaube, hier ist das so wichtig, dass wir wertlich uns Vertrauen ab Gott haben. Herr, ich danke dir für die Wort und ich bete, dass du ein Stück im anrätst, dass wir das verstehen, dass, dass wir wertlich die Rechen Vertrauen haben, was du wir haben wirst, Herr. Dat wie nicht twile, dat wie nichtch Angst haben, dat wierk nech ne g gebten ses de Israeliite se fakkennne halb rane, Se dat wie is se Siskier an se halb blös bedies jaar Numme Je eso. Aen Et wwencht dem Scheindach.